For the wins, I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro. Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie vor kurzem angekündigt, kommt heute die Konfiguration und Einrichtung von dem iFlight Green Hornet V3 in der 4S-Variante und auch die analoge Variante in meinem Falle und was man alles anschließen muss, damit das Ding in die Luft kommt und was man in Betaflight machen muss, damit man so fliegen kann, wie man fliegen möchte. So. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könntet, werden wir heute den Empfänger einbauen, damit wir meine Funke benutzen. In meinem Fall ist das jetzt hier ein FlySky-Empfänger, der X17S. Allerdings erkläre ich jetzt auch gleich kurz, wie das Ganze mit S-Bus funktionieren würde, das heißt für FR-Sky-Funken oder mit Crossfire, das heißt dann für Crossfire-kompatible Fernsteuerung. Und der Empfänger kommt dann später hier oben rein. Die Antennen kommen dann hier aus den Antennenröhrchen hier oben raus. Dann werden wir noch das zweite Akkuband dran machen, dann noch die Gummiplatte hier dran und dann mit dem USB-Adapter uns in Betaflight das Ganze anschauen und dann auch noch die GoPro-Halterung hier vorne befestigen. Und ich würde sagen, als allererstes können wir hier mal die ganzen Aufkleber entfernen. So, und eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, die mir nicht so gut gefällt, und zwar ist hier das XT60-Kabel direkt an dem Carbon und das reibt im Endeffekt die ganze Zeit am Carbon hier dran und man sieht schon so kleine Spuren hier drin. Das ist jetzt nur oberflächlich, aber da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass da nicht irgendwie das Kabel weggeknabbert wird, bis man dann irgendwann hier einen Kurzschluss oder sowas hat. Das wäre natürlich nicht gerade gut. Ich werde jetzt der Einfachheit halber erstmal das Akkuband hier abnehmen und dann machen wir später das zweite auch noch mit dran. So, und dann habe ich hier mal das, was dabei war an Dokumentation und im Endeffekt reicht das auch, was jetzt für die Nicht-HD-Version, also die, die ich jetzt hier habe, mit den analogen Empfängern im Endeffekt wichtig ist, sind diese Sachen hier unten. Das heißt, das hier oben können wir im Endeffekt ausblenden. Und zwar sehen wir hier, wie das mit S-Bus funktionieren würde, FR-Sky, F-Port und mit einem TBS Nano Crossfire Empfänger. Und dieser Empfänger hier kann S-Bus. Ich glaube, der kann auch I-Bus, aber wir werden den halt einfach so anschließen, wie es auch hier beschrieben ist. Und das Ganze ist auch relativ einfach. Einmal Erdung, einmal 5 Volt, einmal S-Bus, also das Signalkabel, was hier relevant ist. Erdung kommt zu Erdung, 5 Volt zu 5 Volt und das S-Bus-Kabel bzw. Signalkabel, das kommt an einen RX-Port. In dem Falle, sehen wir ja hier, ist dieses Kabel hier an der Drohne schon dran. Das ist super, weil das weiße hier dran ist schon an RX-2 angeschlossen. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich einfach eins von diesen Anschlusskabeln hier nehmen, dieses Anschlusskabel an den Empfänger dran löten und dann einfach den Empfänger mit dem Kabel hier reinstecken und dann müssen wir, sage ich mal, nichts an der Drohne selbst modifizieren. Wir müssen die gar nicht aufschrauben und können dann trotzdem schon uns den Empfänger quasi konfigurieren. Das heißt, wenn ihr einen FR-Sky-Empfänger benutzen würdet, ist das das gleiche Prinzip. Könntet einfach auch das S-Bus-Kabel hier an das gelbe Kabel dran machen. Das weiße braucht man allerdings nur, wenn man Crossfire benutzt. Sehen wir hier unten. Crossfire hat man nämlich Channel 1 und Channel 2. Channel 2, der obere, kommt an T2. Channel 1, der untere, kommt an R2. Man kann sich das so vorstellen, dass es RX und TX, die heißen hier halt nur Channel 1 und 2. Und bei Crossfire wird beides angeschlossen. Bei dem hier müssen wir jetzt nur RX anschließen. Bei Crossfire, wie gesagt, beides. Aber wenn ihr diese Drohne habt, kommt ihr ja auch hier diese Übersicht. Und das ist ja im Endeffekt dann nicht schwer. Wenn wir uns dann jetzt hier eins von diesen Kabeln schnappen, dann würde man einfach das jeweilige anlöten. Das heißt, wenn man einen Empfänger hat, den man stecken kann, könnte man einfach dieses Kabel hier verwenden, könnte man das hier reinstecken und auf der anderen Seite dann in den Empfänger. Bei meinem, wie ihr seht, ist der allerdings sehr klein. Hier ist kein Anschluss, wo man das jetzt reinstecken könnte. Das heißt, das können wir in dem Falle hier nicht benutzen. Wenn das bei euch geht, überprüft trotzdem nochmal, ob die Kabel dann auch bei den richtigen Pins landen, damit ihr nichts kaputt macht. Dann haben wir hier dieses Kabel und das würde man dann für einen Crossfire Empfänger benutzen, da wir jetzt hier weiß und gelb haben. Wie gesagt, weiß kommt an Channel 2, das heißt den oberen Anschluss. Gelb kommt an Channel 1, das heißt den darunter. Dann kommt 5 Volt und dann Erdung ganz unten. Das heißt im Endeffekt, wenn man das jetzt auslegen würde, so in der Reihenfolge von oben nach unten, wenn man den Empfänger von oben betrachtet, sodass die Antenne nach rechts weggeht. So, allerdings haben wir das weiße Kabel, was an TX angeschlossen ist, haben wir hier nicht. Deswegen benutzen wir das letzte Kabel. Hier ist nämlich dann 5 Volt Erdung und das gelbe Kabel. Und das gelbe Kabel ist bei dem Anschluss hier an R2 für
RX2 angeschlossen und dann müssen wir halt im Betaflight später, wie es jetzt auch hier schon beschrieben ist, müssen wir dann halt bei UART2 den Empfänger einschalten und dann bei dem Empfängertypen SBUS auswählen. Der Empfänger ist, glaube ich, sogar schon eingestellt bei UART2. Das heißt, im Endeffekt muss man nur noch kurz den Empfänger auswählen, die Art von Empfänger. So, und was wir jetzt machen werden, ist dann jetzt das hier so dran löten, und wo was hinkommt, sollte eigentlich beschriftet sein. Hier ist es sogar drauf beschriftet, das sieht man jetzt nur relativ schlecht. Allerdings habe ich hier mal die Anleitung und ich werde jetzt nicht aufklappen, so sieht man es relativ leicht. Hier ist der Beinknopf, ist beschrieben, und hier sehen wir auch, wie das jetzt, wie die Anschlüsse sind. So ist das richtig mit den Antennen nach links. Das heißt, ganz oben ist VCC, 5 Volt, darunter ist PPM, das werden wir jetzt nicht benutzen. Dann kommt SBUS, das ist das, was wir benutzen werden, und dann Erdung. Das heißt, wenn wir uns das jetzt auslegen würden, nach ganz oben kommt VCC 5 Volt an das oberste, der Anschluss darunter lassen wir frei, dann das gelbe kommt an SBUS, das Signalkabel, und das schwarze kommt dann schließlich an Erdung. Das heißt, die drei werden wir dann so anschließen. Was ich jetzt noch interessant finde, im letzten Video meinte ich ja, dieser Empfänger hätte kein RSSI-Channel, das heißt, man könnte in der Brille nicht sehen, wie viel Empfang man im Endeffekt hat. Allerdings steht jetzt hier was von RSSI, und hier steht noch eine kleine Notiz, dass der Channel 14 für RSSI benutzt, und da bin ich natürlich gespannt, ob das wirklich funktioniert. In der Beschreibung beim Kaufen stand das nämlich nicht, wäre aber natürlich cool, weil es würde auch irgendwie wenig Sinn ergeben, dass das der beste Empfänger ist und auch gleichzeitig der teuerste und der eine Funktion nicht hat, die günstigeren teilweise haben. So, was wir dann also jetzt machen, wir löten jetzt hier die Kabel soweit richtig an, dann können wir das hier reinstecken, und dann, wenn der Videosender verbunden ist, ist er in dem Fall ja dauerhaft, aber wie gesagt, niemals anmachen ohne Antenne, können wir den Akku ranmachen und den Empfänger erstmal zur Fernsteuerung binden, und dann müssen wir im Endeffekt nur noch die Drohne vorbereiten mit GoPro-Halterung und Akkuplatte, und dann können wir den Rest in Betaflight machen, und auch das ist nichts Schlimmes oder Spektakuläres. So, also ich würde sagen, ich hole mir mal Lötkolben und dann fangen wir hiermit mal an, und falls euch fragt, wo man den ganzen Kram hier kaufen könnte oder auch meinen Lötkolben, den ich benutze, beziehungsweise einen ähnlichen, die Links sind überall in der Beschreibung. Damit würdet ihr mich unterstützen und könnt da auch direkt alle Sachen finden. So, ihr könnt hier sehen, ich habe den Empfänger jetzt mal hier so montiert, damit wir es besser sehen können. Und jetzt sind meine Hände auch schon viel zu groß, um hier irgendwas zu zeigen. Deswegen benutzen wir jetzt mal diesen Imbus-Schraubendreher. So, wie ihr hier seht, hier steht es auch nochmal selbst drauf. VCC ganz oben, das heißt 5 Volt. PPM darunter, das benutzen wir nicht. Dann steht hier Bass, in dem Falle SBUS, und dann kommt hier unten GND. Das heißt, diese drei werden wir benutzen. Und dann sehen wir hier auch, das hier ist der Beinknopf. Das heißt, den müssen wir dann später drücken. Wie ihr den bindet, müsst ihr natürlich selber nachschauen. Bei dem Empfänger für FlySky ist das so, dass man erst die Fernsteuerung einschalten muss, die Fernsteuerung in den Bindungsmodus machen muss und dann, während man den Knopf hier gedrückt hält, einen Akku an die Drohne anschließen muss. Und dann sind die miteinander gebunden. Allerdings kann es natürlich sein, dass das bei eurer Drohne anders ist. Deswegen müsstet ihr dann da einfach mal nachschauen. So, und das Löten selbst ist auch eigentlich nicht schwer. Man könnte es jetzt auch so machen, dass man die Kabel hier reinsteckt und dann von der anderen Seite mit Lötzinn das volllaufen lässt. Ich mag das allerdings eher, wenn das alles auf einer Ebene und glatt ist. Das heißt, ich werde jetzt hier Lötzinn drauf machen und das Kabel dann hier so von oben dran machen. Das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg. Und wenn ihr noch nicht viel gelötet habt oder so, braucht ihr davon nicht abgeschreckt sein. So schwer ist es nicht. Wir nehmen einfach den Lötkolben, halten den Lötkolben, ganz wichtig, den Lötkolben auf das Pad, und dann föhnen wir das Lötzinn an das Lötpad ran. Nicht in den Lötkolben und nicht runtertropfen lassen, sondern Lötkolben hier dran, dann an das Lötpad, noch ein bisschen mehr. Bumm, das war's. Lötkolben dran. Naja, habe ich es jetzt immer nicht ganz geschafft. Man kann teilweise ein bisschen Lötzinn an den Lötkolben dran machen. Ist teilweise auch gar keine schlechte Idee. Dann ist die Leitfähigkeit der Hitze ein bisschen besser. Allerdings grundlegend, wenn man zum Beispiel Kabel aneinander lötet, mit dem Lötkolben von unten an das Kabel dran und dann von oben das Lötzinn rein, dann entstehen keine kalten Lötstellen, dann kann auch nichts schief gehen. So, und jetzt der letzte Anschluss. Bei solchen kleinen Komponenten einfach nicht allzu lange drauf bleiben, dann kann da nichts schief gehen. So, das Praktische an dem Kabel hier ist, die Kabel selbst sind schon vorverzinnt, das heißt, da müssen wir nichts mehr machen und müssen die einfach nur dran halten. Und das Coole ist, weil wir jetzt beides schon vorverzinnt haben, müssen wir es einfach noch einmal daneben halten oder davor halten,
einmal kurz mit dem Lötkolben dran und das war's schon. Ich gehe noch mal kurz dran, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, und perfekt, das war's schon. Dann das nächste, das Signalkabel. So, auch sehr schön dran. Und das letzte, die Erdung. So, und das war's auch schon. Mehr müssen wir nicht löten. Das waren wirklich nur diese drei kleinen Lötstellen. Und wie ihr seht, so schwer ist es nicht. Und sagen wir mal so, schwerer als diese Lötstellen hier wird es im Endeffekt nicht, weil die wirklich sehr, 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 sehr klein sind. Und man könnte das jetzt auch noch mit Alkohol hier ein bisschen sauber machen. Allerdings glaube ich gar nicht, dass das nötig ist. Das sieht auch so schon sehr gut aus. Und dann nehmen wir uns später, nachdem wir nochmal sicher gegangen sind, dass alles funktioniert, diesen Schrumpfschlauch hier, der auch dabei lag, und machen ihn dann hier über, damit hier kein Kurzschluss entstehen kann. Auch wenn hier eigentlich kein Kurzschluss entstehen sollte, da der da oben in der Empfängerhalterung schon gut untergebracht ist bei der Drohne jetzt. So, aber ich werde das trotzdem mal jetzt hier einfach drum lassen, damit es ein bisschen geschützt ist. Und dann werden wir den jetzt mal anschließen an die Drohne, den Empfänger binden und dann Schrumpfschlauch zumachen. Und dann kann das Ganze in der Drohne verstaut werden. So, und wie gesagt, das war es im Endeffekt auch schon mit dem Löten. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal sicher, dass alles richtig ist. Lieber bei solchen Sachen zweimal überprüfen. Also wir haben das schwarze Kabel Erdung, das rote Kabel 5 Volt, das gelbe Kabel, was an R2 dran ist, das weiße Kabel, was an T2 ist, was wir in dem Fall aber nicht brauchen. Und dann können wir das jetzt hier mal anschließen. Und was dann einfach wichtig ist, wenn wir es jetzt so reingesteckt haben, so, das war es schon, jetzt einfach überprüfen, ob die Sachen auch wirklich übereinstimmen. Nicht, dass jetzt auf der Seite da schwarz ist und da rot, sondern dass auch wirklich hier ist oben schwarz, rot, rot, gelb, gelb. Weil hier die deutsche Flagge einmal durch. Und wie gesagt, hier R2 ist das gelbe Kabel, T2 ist das weiße, das brauchen wir jetzt in dem Falle nicht. Dann Schwarzerdung und das rote 5 Volt. Das heißt, damit haben wir das Ganze schon fertig. Dann werden wir jetzt mal den Empfänger mit der Fernsteuerung binden. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Fernsteuerung habt oder einen anderen Empfänger, müsste das bei euch dann vielleicht etwas anders sein, das Prozedere. Bei mir ist es jetzt allerdings so. Was ich jetzt als allererstes machen werde, ich werde mir ein anderes Modell auswählen, da ich schon mehrere Drohnen habe und jetzt nicht möchte, dass das auf dem gleichen Modell stattfindet. Das heißt, wir gehen einmal System Setup, Modell Select, gehen ein Modell nach vorne, das heißt jetzt noch FlySky 4. Einmal raus mit Cancel, nochmal raus, nochmal raus. Ich werde das später umbenennen, damit ich auch weiß, welches das ist. Allerdings können wir es jetzt so lassen. So, nach kurzem Testen ist es bei dem Empfänger scheinbar doch ein wenig anders. Und zwar müssen wir mit der Fernsteuerung aus den Knopf gedrückt halten. Dann sehen wir, wie die LED grün blinkt, so wie es ja auch sein soll. Und dann Fernsteuerung mit dem Beinknopf einschalten. Dann sehen wir, blinkt das Ganze jetzt rot. Und dann einmal die Fernsteuerung wieder ausmachen und wieder anschalten. Und wie ihr seht, bleibt die LED jetzt hier grün. Und wir sind jetzt definitiv verbunden. Und das hört man zum Beispiel auch daran, dass wenn ich jetzt die Fernsteuerung ausmache, die Drohne piepst, weil sie kein Signal mehr hat. Ich werde bei dem hier den Buzzer ausschalten bzw. den so konfigurieren, dass der nur angeht, wenn ich es auch wirklich will, weil jetzt piepst der wirklich sehr, sehr laut und halt auch, wenn man es nicht unbedingt möchte, und das ist nicht ganz nötig. So, was ich jetzt allerdings machen werde, bevor wir uns gleich in Betaflight wieder treffen, würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal alles an Hardware fertigstellen, das heißt den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftföhn schrumpfen lassen, dann den Empfänger hier oben reintun, die Antennen hier oben durchführen und dann die Antennenröhrchen drauf machen, dann die GoPro-Halterung und die Akkuplatte. Und das war es dann im Endeffekt auch schon. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch kurz und dann sehen wir uns im Betaflight. So, dieser Heißluftföhn hier ist mit den 2000 Watt in der Größe dann doch ein bisschen viel für den Job, aber geht trotzdem. Einfach nur schauen, dass man nicht noch irgendwas anderes erwischt. Wenn man zum Beispiel das jetzt so macht, würde man hier noch die ganzen Plastik-Ducts irgendwie mit erwischen. Deswegen am besten einfach so, dass man so wenig wie möglich im Weg hat. Und man muss es auch nicht ganz auf die volle Hitze stellen. Ich mache so 3/4 Hitze und los geht's.
So, und während der Schrumpfschlauch noch ein wenig warm ist, am besten nicht den ablegen oder irgendwo dran fassen. Dann würden sich die Fingerabdrücke oder die Abdrücke von was auch immer, wo da drauf gelegt ist, dann so ein bisschen im Empfänger bzw. im Schrumpfschlauch widerspiegeln. Deswegen einfach ein bisschen lassen. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Der könnte ein bisschen länger sein, dann wären hier noch die Antennen so ein bisschen dran, aber die Antennen sind bei dem hier Gott sei Dank auch festgeklebt. Ja, das heißt, die sollten sich nicht so schnell lösen. Und jetzt können wir das restliche Kabel hier hinten reinstopfen. Ist natürlich jetzt vom Gewicht und auch vom Kabelmanagement nicht optimal, aber das geht schon irgendwie. Was wir vielleicht auch machen könnten, ist den Empfänger von hinten durchschieben. Das wäre vielleicht ein bisschen leichter von der Verkabelung, aber so geht es definitiv auch. Meine Challenge ist jetzt, das Ganze zu machen, ohne die Drohne auseinanderbauen zu müssen. Und dann kommen später noch die Antennen, die auch dabei waren, hier oben so rein. Und da rein kommen dann diese hier. Und dann machen wir noch meinen Lifehack, und zwar die hier unten ein bisschen anspitzen und dann ganz, ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber hier drauf machen, weil so sind die zu groß für diese Löcher. Und selbst wenn man die hier reinkriegt, seht ihr, halten die nicht wirklich. Deswegen mein Trick, die unten anspitzen und dann kann man die richtig reinstecken und dann die so weit reinstecken, dass die gerade hier unten aus der TPU-Halterung wieder rauskommen, sodass man die quasi von unten aus der TPU-Halterung sehen kann. Nicht komplett durch, sondern nur so weit rein, wie die TPU-Halterung quasi auch dick ist. Und dann kann man danach einen ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber von außen dann drauf machen. Und dann fliegen die auch nicht direkt beim ersten Crash ab, wie das sonst der Fall ist, wenn man die nicht richtig anspitzt bzw. nicht festklebt. So, und dann schauen wir mal, ob und wenn ja, wie wir den Empfänger hier reinkriegen. Sehr viel Platz ist ja hier nicht. Allerdings denke ich, dass es passen sollte. Ich mache es mir doch noch ein bisschen leichter. Und zwar werde ich den jetzt erstmal hier durchstecken, bzw. das Kabel hier durchstecken. Und dann machen wir das Ganze noch mit meiner Zange. So. Und dann holen wir uns den Anschluss hier raus. So, das Problem ist nämlich, direkt hier vorne ist ein Standoff, deswegen würde das nicht funktionieren, den Empfänger erst reinzumachen und dann reinzuschieben. Beziehungsweise vielleicht würde es gehen, aber so ist es definitiv leichter. So, und dann Anschluss wieder rein, so dass der auch komplett drin ist. Dann können wir das Kabel da rein tun und jetzt den hier so ein bisschen einmal durchschieben. Und dann von der anderen Seite quasi wieder nach oben und dabei die Antennen dann durch diese dafür vorgesehenen Löcher hier befestigen. Und dafür muss ich mir das Ganze natürlich jetzt auch mal ein bisschen genauer hier anschauen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht mit der Kamera hier noch. So, ich werde die Antennen jetzt erstmal hier einfach nach unten durchstecken, sodass sie hier hinten rauskommen. Dann sind die zumindest schon mal in der richtigen Richtung. Und ich denke mal, wir können die dann ein bisschen leichter von unten durchschieben. Also wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze ein bisschen leichter machen könnt, könnt ihr einfach diese Platte hier oben abschrauben. Allerdings sind das jetzt doch ein paar viele Schrauben hier komplett drumherum, weswegen ich das jetzt eher ungern machen würde. So, und jetzt haben wir die Antenne schon hier drin. Das heißt, wir können die jetzt einfach uns hier die Antenne schnappen und die dann da oben durch diese Löcher machen. Das ist jetzt schwer zu erkennen auf der Kamera. Aber dann einfach da oben durchstecken, damit die dann jeweils in der richtigen Position sind. Und das werde ich mir jetzt hier mit der Zange vornehmen und dafür nehme ich die Drohne jetzt ein bisschen näher an mich ran. Das ist nämlich jetzt ein bisschen schwer mit der Kamera so. So, ich habe die Antennen jetzt hier durch diese kleinen Löcher gemacht. Wie gesagt, es ist sehr schwer, das jetzt so mit der Kamera zu machen, aber mit ein ganz, ganz kleines bisschen Fingerfertigkeit kriegt man das hin. So, dann werden wir jetzt mal versuchen, den Empfänger hier wieder durchzuziehen. Ich glaube, es wäre leichter, wenn wir den von unten uns einfach in die Halterung wieder reinschieben bzw. am Empfänger ziehen. Ist nämlich definitiv keine gute Idee, an den Antennen zu ziehen, weil dann könnte man die potenziell beschädigen. So, und jetzt habe ich ihn hier fast komplett richtig platziert. Und so, jetzt ist er komplett drin. Passt von der Größe wirklich genau perfekt da rein. Dürfte nicht kleiner oder größer sein. Echt beeindruckend. Von der Höhe passt das wirklich perfekt. Von der Länge passt das auch perfekt. Genau hier, wo die Kabel rauskommen, hört die Gummihalterung auf. Genau hier, wo die Antennen rauskommen, hört die Gummihalterung auf der Seite auf, beziehungsweise die TPU-Halterung. Und das Anschlusskabel verstaue ich jetzt hier mal so ein bisschen weiter nach unten. Dann haben wir hier die drei Kabel vom Empfänger selbst. Und die Antennen, wie ihr jetzt seht, sind natürlich jetzt viel länger als die Antennenröhrchen. Allerdings können wir die dann auch einfach wieder ein bisschen reinstopfen. Die müssen nicht so weit rausgucken. Und sag ich mal, das, was über ist an Antenne,
Kann hier unten auch einfach im Frame sein, solange die dann nicht eingeknickt werden oder abgeschnitten werden, ist das kein Problem. Wie ihr seht, bei mir sind das einfach zwei relativ saubere Bögen. Das dürfte jetzt kein Problem darstellen. Und da die ja hier auch noch locker sind, können wir auch einfach, wenn wir die angespitzt haben, die hier einfach draufstecken und hier reinstecken und dann drücken die schon direkt in die richtige Position. Und dann haben wir das soweit hier fertiggestellt. Empfänger ist verbaut, Antennen sind verbaut und dann kommt, wie gesagt, GoPro und Akkuplatte. So, und für das Anspitzen werde ich jetzt mal hier das Messer benutzen. Normalerweise mache ich das immer mit einem Cuttermesser. Sollte jetzt mit dem aber links auch gehen. Und dabei natürlich, sollte wohl selbsterklärend sein, ganz vorsichtig vorgehen. Und dann einfach so ein ganz kleines Stückchen hier, vielleicht so 3-4 mm vom oberen Ende entfernt. Und dann einfach hier einmal so runtergehen. Und seht ihr, da ist jetzt nicht viel Material weg, aber da ist ein bisschen Material weg. Und das einfach viermal machen. Quasi immer im 90-Grad-Winkel versetzt. So, das zweite Mal. Dann das dritte Mal jetzt. Und jetzt das vierte und letzte Mal. So, und dann werde ich mir jetzt hier die Überreste bzw. die abgeschnittenen Enden abmachen mit der kleinen Zange. So, und jetzt seht ihr, ist die Antenne deutlich kleiner vorne. Und die sollte man jetzt hier relativ problemlos reinstecken können. Und genau das probieren wir jetzt auch mal. So. Und da einfach von oben einmal reinstecken. Und das sollte dann ohne größere Probleme passen. Ja, geht schon rein. Ich drücke noch ein bisschen weiter. Genau. Und jetzt ist die Antenne genau so weit drin, dass man... So, und jetzt ist die Antenne genau so weit drin, dass sie unten ein ganz, 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 ganz kleines Stückchen rausguckt. Vielleicht sieht man es da. Ja, ihr könnt mir glauben, die Antenne guckt unten jetzt ein ganz kleines Stückchen weit raus. Das heißt, dass die komplett durch dieses grüne TPU-Teil durchgesteckt ist. Und dadurch, seht ihr, ist die sehr stabil hier drin. Das gleiche mache ich jetzt noch mit der anderen Seite. Und dann haben wir das schon mal fertig. Wie ihr seht, ist es fast so ein bisschen quadratisch von oben. Und dadurch lässt sich das jetzt wirklich leichter reinzustecken. Wir können es trotzdem reinstecken und es ist trotzdem sehr gut fest drin. Allerdings fällt das jetzt nicht direkt wieder raus, weil wir es gar nicht erst richtig da reinstecken können, aufgrund der Größe. So, und ich gucke jetzt immer unten, wie weit die Antenne schon durch ist. Und dann mache ich die genauso wie auf der anderen Seite. Na, ein bisschen mehr muss noch. So, jetzt habe ich die aus Versehen zu weit reingedrückt. Und das sollte man jetzt auch unschwer erkennen. Hier seht ihr, da, hier seht ihr, hier habe ich die Antenne jetzt zu weit durchgesteckt, sodass hier unten ja, zu weit rausguckt. Ich will da so, dass da das Ende dieses schwarzen Röhrchens bündig mit diesem TPU-Teil ist. Deswegen ziehe ich die jetzt dann doch noch mal ein bisschen raus. So, und vielleicht könnt ihr es jetzt hier erkennen. Da, die Antenne guckt da so ein ganz kleines bisschen raus. Und das ist genauso wie hier, da auf der anderen Seite. Und wie gesagt, die restlichen Antennenkabel können ruhig hier hinten dran bleiben. Die sind da eigentlich relativ unbeteiligt und sollten dann nicht im Weg sein. Und damit haben wir das fertig. Wie ihr seht, die sind beide sehr fest drin. Ich glaube, ich werde die auch erstmal nicht festkleben, weil die erscheinen mir hier doch wirklich sehr fest drin. Und das ist jetzt auch kein Quadrocopter bzw. keine Drohne, mit der ich jetzt hier größere Stunts machen werde, mit der dann also mehrere Crash passieren könnten. Deswegen denke ich, ist das sicher genug für das, was die Drohne ist. Und dann kommen wir jetzt zum Akkuband und da müssen wir natürlich gucken, dass wir es richtig rum drauf machen. So rum wäre es nämlich nicht richtig herum. So rum wäre es dann richtig herum. Ist ja relativ leicht zu sehen. Zum Beispiel hier die Schraube. Muss natürlich hier über die Schraube das iFlight-Logo zum iFlight-Logo und diese Öffnung dann auch jeweils passend. Und dann können wir einfach hier unten das Klebeband abmachen und können das jetzt hier gut oben drauf machen. Was ich immer mache, ist einfach, ich fasse bei so einer Platte einfach von beiden Seiten, wie ihr seht, mit beiden Fingern dran. Und dann kann man halt so die platzieren, dass der Abstand gleichmäßig ist. Kann man dann erfüllen, wo der Abstand gleichmäßig ist. Hier ist lustigerweise keine Platte hinter, aber ist ja nicht schlimm. So, und das haben wir jetzt alles festgedrückt. Das heißt, das ist auch schon mal fertig. Dann kommen wir jetzt noch zur GoPro-Halterung. Und dafür werde ich erstmal die drei Schrauben hier abmachen. Und dann mal schauen, wie lang die sind und dann im Zweifelsfall vielleicht noch etwas längere nehmen, die ja auch dabei sind. Aber mal schauen, vielleicht funktionieren auch die. Das ist dann 1,5 mm Innensechskant und kein 2 mm, wie es sonst bei Drohnenteilen üblich ist. Normalerweise würde ich jetzt hier auch für richtiges Werkzeug benutzen, aber ich habe gerade diesen Schlüssel hier in der Werkzeugkiste neben mir gefunden. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den. So,
der Schraube Nummer 1. So, also die Schrauben, die dabei sind, sind definitiv nicht länger als diese hier. Und die GoPro-Halterung ist jetzt auch nicht so dick. Und die waren ja relativ tief im Frame. Das heißt, wir können die einfach nehmen. So kommt die Halterung dann hier drauf. Ne? So. Und ich werde jetzt noch ganz kurz hier die Löcher der Halterung ein bisschen größer machen, da das logischerweise solche mini kleinen Löcher bei einem TPO-Druck nicht in so einem Detail herauskommen. Ja, den Trick, den ich dafür mal benutze, ist ein Feuerzeug zu nehmen und den jeweils passenden Sechskantschlüssel so warm zu machen, dass man die Löcher damit nachmachen kann. Ist eigentlich immer ganz gut. Ist natürlich ein bisschen aufpassen mit der Flamme, aber dann hat man direkt Löcher passend zu den Schrauben. Die passen nämlich meistens dann doch sehr gut und dann hat man auch in TPU relativ cleane Löcher, weil wenn man versucht, das mit einem Bohrer zu machen, wird man das TPU nur fangen und dann zerknittern und sehr unschön machen und das bringt im Endeffekt nicht viel. So, dann machen wir den mal warm. So, und jetzt sollten alle Löcher groß genug sein, damit wir die Schrauben hier befestigen können. Wie ihr auch seht, bei der Halterung sind hier oben noch so kleine, Einkerbungen, wo dann die Schraubköpfe von den kleinen Schrauben drin bleiben können. Das ist auch echt gut gemacht, diese Halterung. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Schraube auch hier reinkriegen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich werde die Schraube erstmal selbst in die Halterung hier schrauben, solange das noch geht. So, und genauso werde ich das bei den anderen beiden Schrauben jetzt auch machen. Einfach die so weit vordrehen in die Halterung, dass ich die dann gleich einfach nur noch festmachen muss. So, jetzt habe ich alle drei Schrauben hier durchgeschraubt, sodass sie so ganz leicht unten rausschauen. Damit können die jetzt sozusagen hier einrasten und dann schrauben wir sie jetzt richtig an die Drohne. Und die sind von der Länge auf jeden Fall in Ordnung, das sieht man schon. So, ich mache die noch nicht ganz fest, ich mache erst die vorderen auch noch fest. So, jetzt sind die erstmal alle drin, die Schrauben. Jetzt können wir sie richtig festmachen. Also, müssen nicht allzu fest machen, weil es ist eh nur in TPU geschraubt. Das heißt, das löst sich nicht wirklich durch Vibrationen. Und da es so flexibel ist, können wir das im Endeffekt so festschrauben, wie wir wollen. Das wird immer noch ein bisschen nachgeben. Aber so ist es schon gut. Damit haben wir das schon mal geschafft. Ist vielleicht nicht die allerschönste Halterung, aber ich finde, die ist vom Design her wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Weil die Schrauben jetzt hier wirklich flach drin sind, auch gepasst haben. Und die GoPro passt ja auch rein. Wie ihr seht, das ist auch ziemlich flexibel und die wiegt halt auch wirklich nur 11 Gramm. Und man könnte sie sogar noch leichter machen, indem man noch etwas andere Einstellungen nimmt. Aber ich wollte die jetzt extra so nehmen, damit ich noch ein bisschen mehr Stabilität da dran habe. Und ja, falls ihr auch eine GoPro-Halterung gedruckt braucht, könnt ihr euch einfach bei mir melden per Discord oder Instagram. Und ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt die beiden Akkubänder hier dran machen. Allerdings wäre es, glaube ich, eher schlauer, wenn wir erst diesen Adapter hier nochmal kurz benutzen, um das in Betafly zu konfigurieren, da die Akkubänder sonst nur in den Weg kommen würden. Und zwar seht ihr hier den Micro-USB-Anschluss. Hier sieht man jetzt gerade vielleicht noch ein bisschen besser, da das kleine Ding. Was ich schon ein bisschen komisch finde, also bei vielen anderen Cinewhoops ist das zum Beispiel so, dass diese Adapter dauerhaft verbaut werden können und dass man dann von unten da dran kommt, so zum Beispiel. Das Problem ist allerdings, da das ein Micro-USB-Anschluss ist, können wir uns nicht aussuchen, wie rum wir den reinstecken und müssen den so von oben reinstecken. Was da am besten ist, da der auch relativ lang ist, einfach so, sag ich mal, in die richtige Position bringen. Genau so, aber niemals jetzt von oben reinschieben, weil dann würde man den nur abbrechen. Deswegen einfach so einen kleinen Schraubendreher oder sowas nehmen und dann mit dem Schraubendreher das Ding reinschieben. So, seht ihr? Und jetzt ist das Ding reingeklickt und bewegt sich nicht mehr. Ihr seht es hier. Ist jetzt drin und das ist, glaube ich, die ungefährlichste Variante, wenn man das einfach vorsichtig nach vorne reinschiebt. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns kurz am PC und wenn wir dann im Betafly fertig sind, sehen wir uns nochmal kurz hier und dann kommen die beiden Akkubänder dran und dann sind wir auch schon bereit für den ersten Flug. So, und jetzt sind wir hier am Computer und wie ihr seht, wir sind hier in Betafly. Und falls ihr Betafly noch nicht installiert habt, zeige ich euch mal kurz einen Clip aus einem alten Video, wie man das macht. Was wir natürlich als allererstes brauchen, ist Betafly. Und da gibt es zwei Optionen. Und zwar kann man das einmal über den Google Chrome Store oder über GitHub machen. Über den Google Chrome Store kann man es einfach als Add-on hinzufügen. Problem daran ist nur, das ist eine sehr alte Version von 2018. Und wenn man die runterlädt und installiert, wird man doch einfach nur dazu aufgerufen, sich das neue Update runterzuladen und das kriegt man hier. Deswegen
mache es direkt so. Das ist jetzt mittlerweile Version 10.7.0. Wir gehen einfach nach ganz unten und hier Betaflight Konfigurator Installer Windows 32 die Datei einmal runterladen und ausführen. So, dann landet ihr hier in Betaflight. Das einzig Wichtige, was man eigentlich noch machen muss, ist hier den STM-USB-Treiber zu installieren. Deswegen muss man einmal auf hier drücken. So, dann landet ihr hier. Und dann müsst ihr nur einmal hier auf Get Software drücken. Dann kann man hier akzeptieren. Bei Namen und Nachnamen kann man im Endeffekt hinschreiben, was man will. Nur bei E-Mail muss es die richtige E-Mail-Adresse sein, weil dahin schicken die dann den Link mit der Datei zum Runterladen. Und die muss man installieren, PC am besten neu starten. Und ja, dann sind wir soweit erstmal fertig. So, falls ihr also Betaflight und die Treiber installiert habt, könnt euch jetzt ein USB-Kabel nehmen, am besten eins, was etwas bessere Qualität hat, da die sonst teilweise keine Daten übertragen, dann bringt das Ganze nicht viel. Und ich mache mal vorher das automatische Verbinden hier oben aus. So, wie ihr seht, momentan ist hier COM1 ausgewählt, da ist natürlich aber nichts. Und wenn ich die jetzt hier anschließe, so, jetzt achtet mal hier oben drauf, seht ihr, direkt auf COM7 umgesprungen. Und zwar ist es jetzt an COM7 und seht ihr hier, STM32 wird eingerichtet. Ich mache das jetzt automatisch verbinden wieder ein und wir können jetzt auf Verbinden klicken. Und tada, da sind wir verbunden. Ich bewege die Drohne mal, wie ihr seht, es funktioniert. Und was wir natürlich als allererstes machen, ist hier oben den Expertenmodus einschalten, falls es nicht der Fall ist. Dadurch hat man jetzt hier noch ein paar mehr Optionen. Und dann gehen wir jetzt hier mal ganz kurz durch. Dann gehen wir zu Anschlüsse und wie gesagt, der Empfänger ist ab Werk an RX2. Das heißt, bei UART 2 machen wir den Empfänger an. Das ist er allerdings schon, das heißt, wir müssen nichts machen. Dann können wir zur Konfiguration gehen. So, und hier müssen wir im Endeffekt auch absolut nichts machen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist hier bei Empfänger den richtigen auswählen. In dem Falle Espas. Und hier bei dem Piepser werde ich jetzt mal einfach fast alles ausmachen. Was man anhaben muss oder sollte, ist einmal RXZ und USB. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum USB anschalten sollte, aber ich habe es mal probiert. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon anders, aber RXZ und USB müssen an sein. Das heißt, dass wenn ihr den Schalter an der Fernsteuerung umlegt, dass er dann anfängt zu piepsen. So, dann einmal Speichern und Neustarten klicken. Und dann schauen wir mal nach, ob es geklappt hat. S-Bus. Und das ist alles drin. Und Strom, Akku, Failsafe, PID können wir alles ignorieren. Und gehen wir direkt zum Empfänger. Und dann schauen wir mal, ob das ganze Binden jetzt auch funktioniert hat, ob der Empfänger auch funktioniert. Dafür als erstes die Fernsteuerung einschalten. Und dann jetzt einen Akku an die Drohne. Und jetzt solltet ihr auch hören, dass die nicht mehr so wild durch die Gegend piepst, da das jetzt schon alles aus ist. Das hat alles schon mal geklappt. Piepst auch nicht mehr so laut rum, zumindest der Pieper selbst nicht. Und wie ihr seht, das ist ja auch alles schon direkt umgesprungen. Und wenn ich jetzt mit der Fernsteuerung hier Bewegung mache, seht ihr, wird das alles hier live übertragen. Ich schaue mal rechts, links, vorne, hinten, drehen, rechts, links und dann einmal Gas. Ja, das funktioniert definitiv alles. Und dann gehen wir noch einmal zu Modi. Und hier müssen wir natürlich jetzt einmal den Arm- und Engel-Modus konfigurieren, beziehungsweise die Modi, die ihr haben wollen. Wie ihr aber schon seht, das ist jetzt hier noch nicht richtig. Und zwar müssen wir in der Fernsteuerung noch einstellen, dass wir die richtigen Schalter dafür benutzen. Nächstes müsst ihr kurz was an der Fernsteuerung selber einstellen. Und zwar macht ihr die eben an. Und dann, wenn die Fernsteuerung ganz normal hoch gebootet ist, könnt ihr OK gedrückt halten, um in die Einstellung zu gelangen. Und links ist ja oben und unten, Up und Down, die beiden Tasten. Und dann drückt ihr einfach einmal ab, damit ihr auf dieses Einstellungszeichen kommt. Und von da aus geht ihr runter zu AUX Channels. Und da wo AUX Channel steht, macht ihr einfach Channel 5 auf SWD und Channel 6 auf SWC. Das könnt ihr einfach mit Up und Down, könnt ihr das verändern. Und dann haltet ihr Cancel gedrückt, um aus diesem Menü rauszugehen und das zu speichern. So, wenn ihr das gemacht habt, heißt das, dass ihr die oberen Tasten als Arming- und als Modus-Taste benutzen könnt. Und falls ihr die Schalter dann so konfiguriert, wie ich es jetzt gemacht habe, können wir jetzt hier einfach das mal richtig konfigurieren. Dafür klicken wir einmal auf Auto und dann legen wir den Schalter um, auf den wir das haben wollen. Das ist bei mir jetzt der ganz rechts, seht ihr, ist hingesprungen. Den Engel-Modus möchte ich allerdings auf dem Schalter links daneben haben, den Drehpositionsschalter. Deswegen lege ich den einmal um, seht ihr, das ist aus AUX 1. Und dann möchte ich noch einmal den Beeper haben. Dafür legen wir wieder um.
Wie ihr seht, wenn man einen neuen Bereich hinzufügt, geht er automatisch auf Auto. So, der Beeper soll hier unten sein, der Engel-Modus in der Mitte und sobald kein anderer Modus aktiviert ist, ist automatisch der Agro- bzw. Air-Mode aktiviert. So, das heißt oben Agro-Modus bzw. Air-Mode, in der Mitte Engel und unten der Beeper, das heißt, es wird jetzt kurz piepen. So, und der Schalter rechts, seht ihr, fürs Arm. Und die piepst jetzt, weil das natürlich deaktiviert ist, weil wir jetzt gerade hier dran sind. So, das können wir im Endeffekt hier auch fast alles ignorieren. Bei Motoren können wir jetzt mal schauen, ob alles funktioniert. Einmal das anmachen. Muss natürlich jetzt aufpassen, weil wir Propeller dran haben. Und das hier einfach ein ganz kleines bisschen hoch machen. Ja, Motoren drehen sich auf jeden Fall schon. Den Rest können wir natürlich später beim Fliegen probieren. So, dann können wir jetzt noch zu OSD gehen. Und können uns jetzt konfigurieren, wo was sein soll. Das sieht jetzt hier alles ein bisschen komisch aus und ich würde das ehrlich gesagt auch ein bisschen anders machen. Aber genau das können wir auch machen. Hier links sind die ganzen verschiedenen Sachen. Ja, hier müsst ihr im Endeffekt rumprobieren, so wie ihr es haben wollt. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Hier könnt ihr einfach machen, was ihr möchtet. Was ich jetzt auch noch ändern werde, ist, dass hier rechts die Zusammenfassung nach dem Flug. Das sind im Endeffekt die Daten, die am Engage gezeigt werden, wenn man dann disarmt. Und da gibt es natürlich solche interessanten Sachen wie Flugdistanz, die dann funktionieren, wenn man GPS hat. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Maximale Geschwindigkeit will ich ausmachen, weil wir, wie gesagt, kein GPS haben. Erstes ein Minimum können wir mal anlassen, Timer 2, also die Flugzeit können wir auch anlassen, die genutzte Leistung können wir auch anlassen, die Blackbox-Nummer und Nutzung werde ich allerdings ausmachen und dann werde ich noch die Batteriespannung anzeigen lassen, weil mich das nach einem Flug immer interessiert, wie viel Volt noch in der Batterie jetzt momentan drin ist. Das sieht man nämlich nicht mehr, wenn man dann gerade das Arm ist und das aus hat. Und die Akkuspannung Minimum lasse ich auch mal dran, da sieht man immer, wie weit die runtergehen. So, und wenn wir das alles konfiguriert haben, einmal auf Speichern klicken. Und das Letzte, was wir jetzt machen werden, ist zum Videosender gehen und uns hier auswählen, welche Frequenz und Sendeleistung wir haben wollen. Hier sind die einzelnen Bänder. Die haben jetzt nur diesen Namen. Fettshark kann man auch mit jeder anderen Brille verwenden. Für die Leute, die es verwirrt, das hat einfach nur den Namen. Und das sind hier die Channel, 8 Stück und diese 5 Bänder. So, und dann können wir oben bei Band einfach eins auswählen. Ich benutze immer Fettshark mit Kanal Nummer 6. Man könnte aber auch einfach Frequenz direkt eingeben, auswählen und dann hier die Frequenz eingeben, die man haben möchte. Wie gesagt, Fettshark und 6. Und da ich jetzt mittlerweile in Kasachstan lebe, kann ich natürlich jetzt hier auch Leistung für mehr als 25 mW nehmen. In Deutschland sind nur 25 erlaubt. Ich werde jetzt erstmal 200 nehmen. Und was ich dann auch noch machen werde, ist das Disarm mit wenig VTX-Leistung, das bis zum ersten Mal Arm. Das heißt, dass die Videosenderleistung bei 25 mW bleibt, bis man abhebt. Und das ist dann wirklich sehr schlau. Dann nochmal auf Speichern klicken und dann könnt ihr jetzt in eure Brille mal schauen. Und dann solltet ihr auch bei der Frequenz, wie gesagt, Fettshark 6, das heißt bei mir ist das 5,84 GHz, bei der Frequenz sollte man dann ein super Bild haben. Und dann sollte man in dem Bild auch das OSD hier sehen. So, LED-Leiste hat die Drohne jetzt nicht. Sensoren sehen wir jetzt hier nur in Gyro und so, das ist auch komplett egal. Und Flugschreiber werde ich hier noch das auf kein Logging stellen. Und dann einmal auf Speichern und neu starten. So, und jetzt haben wir hier alles konfiguriert. Und was man jetzt noch machen kann, aber nicht machen muss, kann man auch vorher machen, kann man auch nachher machen, wie ich es jetzt mache, nochmal ein neues Software-Update drauf machen. Und zwar sollten wir dafür erstmal nachgucken, wie der Flugcontroller heißt. Das heißt, wir gehen auf die Kommandozeile. So, und dann tippen wir einmal Version. Und dann bekommen wir hier die Informationen. Und wie wir hier sehen, iFlight Sussex EF7. In dem Falle sieht man es jetzt auch im normalen Betaflight hier. Teilweise sieht man es allerdings nicht, deswegen kann es nicht schaden, einfach mal nachzuschauen. Und ja, wie gesagt, hier ist Betaflight 424 drauf. Das ist auch in Ordnung. Und wenn ihr Anfänger seid, würde ich euch empfehlen, einfach zu fliegen. Das funktioniert einwandfrei. Und auch erst recht die PID-Einstellungen und so erstmal in Ruhe zu lassen. Das ist alles einwandfrei eingerichtet von iFlight ab Werk. Da muss man nichts dran machen. Wir werden jetzt allerdings nochmal hier die Software aktualisieren. Einfach um die neueste drauf zu haben. Und dann schauen wir mal, ob wir die richtige finden. So, hier sehen wir es. iFlight Sussex EF7. Einmal draufklicken.
Die aktuellste ist momentan die 428. Dann klicken wir auf viermal laden online und dann auf viermal flashen. Was wichtig ist, wenn man wirklich alle Einstellungen vom Flugcontroller löschen will, kann man das hier oben einschalten. Ich habe es jetzt aber bewusst aus, weil ich ja gerade alles eingestellt habe und die Einstellung beibehalten möchte. So, dann einmal auf viermal flashen klicken und dann geht es auch schon los. Er löscht jetzt erst die alte Software, wie ihr seht, und dann wird jetzt die neue drauf geflasht. So, wie ihr seht, hat das Ganze geklappt. Programmierung erfolgreich steht hier. Ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Startseite von Betaflight, mache die Drohne einmal ab mit dem USB-Kabel und auch ab vom Strom. Und jetzt mache ich das USB-Kabel wieder dran. Und wie ihr seht, wir sind wieder verbunden. Jetzt haben wir hier Betaflight 4.2.8. Es gab bei Betaflight 4.2.8 keine großen Veränderungen, aber da es ja hier nicht ganz so einfach ist, das USB-Kabel reinzukriegen, dachte ich mir, machen wir jetzt schon mal das neueste Update, damit es einfach drauf ist. Und wie ihr seht, Einstellungen sind alle beibehalten worden und das passt jetzt auch erstmal soweit. So, das heißt, wir sind jetzt erstmal hier weit fertig. Ich habe auch gerade in der Brille geguckt, das Bild ist auch da. Das heißt, wir sind dann jetzt hiermit erstmal fertig und wir sehen uns jetzt wieder im Studio. So, noch ein kleiner Nachtrag für die Leute, die jetzt den gleichen Empfänger benutzen, den ich auch benutze. Was ich jetzt noch gemacht habe, da der jetzt auch RSSI hat, RSSI wird hier auf AUX 10 übertragen, deswegen sehen wir hier oben bei RSSI Channel habe ich dann noch AUX 10 ausgewählt, dann einmal auf Speichern geklickt und dann wird in der Brille auch jetzt bei RSSI dann angezeigt, wie viel Empfang man noch hat. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe die Werte so hier eingestellt, bis die alle bei 1500 sind. Das habe ich an der Fernsteuerung gemacht, hier gibt es ja diese Schalter an den Sticks und die habe ich halt so bewegt, dass die jetzt hier mittig sind. Das bewirkt nämlich, dass wenn man jetzt hier in den Raids ist, wie ihr seht, die Drohne nur ganz, ganz leicht abdriftet und so ein bisschen abdriften ist normal. Aber erst wenn ich hier wirklich steuere, passiert hier wirklich was und genauso soll das auch sein. Vorher ist die wirklich so abgedriftet und das war dann doch ein bisschen extrem. Deswegen habe ich das jetzt mit diesen kleinen Schaltern an der Fernsteuerung selbst ein bisschen abgestimmt und ihr seht, jetzt ist sie hier sehr, sehr, sehr solide. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im Studio. So, und da ist die vervollständigte Drohne, wie ihr gesehen habt. Wir haben das in Betaflight konfiguriert und wie ihr auch gesehen habt, war das nichts allzu Schlimmes. Das sollte eigentlich jeder ohne größere Probleme schaffen. Und dann werden wir jetzt noch die Akkubänder hier dran machen. Ich denke mal, eins würde bei dieser relativ kleinen Drohne, die wahrscheinlich nicht allzu viele Gehkräfte fährt, auch reichen. Ich mache jetzt trotzdem beide dran. Was ich aber jetzt noch abmache, ist hier dieses Kabel bzw. Anschluss, weil der würde definitiv abbrechen und der guckt hier oben auch raus. Und dafür das gleiche quasi andersherum. Nehme ich hier jetzt hier diesen gleichen Schraubendreher, wackel das ein bisschen hin und her und versuche es von unten raus zu drücken. So, und so haben wir das dann auch ohne größere Probleme rausbekommen und nichts kaputt gemacht. Das ist super. So, und dann die Bänder einfach so rum mit dem iFlight-Logo passend. Obwohl, ich sehe gerade, die Logos hier sind andersherum. Dann machen wir es jetzt passend zu den anderen Logos. Eigentlich würde ich die eher andersrum machen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, dann machen wir es so mit der Schrift nach oben. Dann können wir nämlich, wenn das hier durch ist, das durch die Schlaufe hier machen und das dann so festmachen und dann ist der Schriftzug wieder oben. Und das wirkt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen umständlich und kompliziert und vielleicht versteht ihr das auch beim ersten Mal noch nicht, aber glaubt mir, wenn ihr so ein Band zwei, dreimal dran gemacht habt, realisiert ihr, wie man das dran machen muss, damit es dann am Ende wo ist. Und das haben wir jetzt auch geschafft und damit ist die Drohne vollständig. Und ja, das war's. Drohne ist funktional. Ich würde sagen, wir testen das nochmal kurz aus mit der Fernsteuerung und mit der Brille, damit ihr auch mal seht, wie das Bild dann aussieht, zumindest so ein bisschen. Und Fernsteuerung an. So, bei dem Empfänger wird das hier nicht angezeigt, dass er verbunden ist. Den RSSI-Channel gibt es natürlich aber trotzdem. So, Brille mache ich auch an. Seht ihr, da bin ich und da ist das Videobild. Und da ist auch alles angezeigt mit Zellspannung und allem drum und dran. So, ich würde sagen, können wir es mal probieren, die zu armen, die Drohne. Müssen wir natürlich jetzt vorsichtig sein und alles hier festhalten, damit jetzt nichts in die Propeller kommt. Und natürlich auch kein Gas geben, weil ich jetzt natürlich auch nicht möchte, dass die jetzt hier losfliegt. Sondern ich möchte nur kurz schauen, ob das wirklich funktioniert. Ich mache jetzt mal wieder die Kappe auf, die Kamera hier drauf.
So, dann könnt ihr hier in der Brille ja zumindest irgendwelche Zahlen sehen. Und dann halte ich das jetzt mal kurz fest. Ich habe jetzt hier noch einmal Pre-Arm auf den einen Schalter gemacht. Okay, und dann probieren wir es mal. Ja, und wie ihr gesehen habt, das funktioniert schon mal. Dann mache ich mal kurz den Akku ab. Und die Fernsteuerung kann auch wieder aus. Und die Brille auch. So, und ich würde sagen, das war doch ein sehr erfolgreiches Video. Und die Drohne ist komplett fertig. Und ich würde sagen, letzter Schritt ist diesen hässlichen Aufkleber hier unten entfernen. Und ich mache es mir leichter. Ah, natürlich bleiben da jetzt Kleberückstände. Okay, die Rückstände mache ich später weg. Naja, aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Drohne ist erfolgreich konfiguriert und gebaut, sozusagen, um den ersten Flug zu vollziehen. Und das wird dann auch in nächster Zeit passieren. Ich würde sagen, dranbleiben und abonnieren, falls ihr euch auch so eine Drohne hier kaufen wollt oder irgendwelche anderen Dinge, die ich benutze. Es ist alles in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.